Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Wanderreise hier auf unserem Onbu in The Wandering Village. Oh, wir starten mal hier. Direkt auf Nummer 2. Und ich bin jetzt mal eine Drecksau. Nein, wir werden heute echt jetzt hier mal anfangen, ein bisschen Gallensaft zu extrahieren. Wir werden versuchen, das nicht zu übertreiben. Aber du brauchst ja ungefähr 50, ne? Eieieiei. Das machen wir, die ersten 50. Und dann geht die Gesundheit runter. Und gleichzeitig schicken wir gleich einen Arzt nach. Ja. Oha, ey. Da geht die Gesundheit aber immens runter, ne? So, jetzt schicke ich einen dahin. Und den nächsten... Da kommen wir noch hin. So, den nächsten dahin. So, wie sieht's aus? Haben wir schon einmal was abgezwackt hier? Boah. Also maximal bis 90 runter, ne? Das kostet uns richtig Vertrauen hier. Ernsthaft. So. Und das ist nicht gut, ey. So, Onbu. Ob der jetzt noch auf mich hört? So. Interaktion und Lauf. Ja, er tut's noch. Er hört noch auf uns. So, Kontaminatoren sind an. Wir müssen hier jetzt gleich echt gucken. Aber ich muss den Extraktor im Auge behalten. Ja, wir stoppen das Ganze hier. Soll er abholen? Wir haben bisher was, ne? So. Hier direkt. Zack. Zack. Nein, das... Das, den Baum hier, verdammt! Was ist denn dein Problem hier? Wieso kann ich den denn jetzt nicht abbauen hier? Ah. Ah, die Jungs kümmern sich drum. Cool. Aha. Gut. So, dann schicken wir ihm hier schon mal den Arzt hier und geben ein Heilmittel ab. Ja. Ein totes Onbu, wahrlich ein trauriger Anblick. Das hätte auch unser aller Schicksal sein können. Aber wir haben es geschafft. Zu überleben dank unseres Mutes, unserer Zusammenarbeit und nicht zuletzt dank einer Führung. Wir sollten etwas errichten, das an unser Fortbestehen erinnert. Ein Denkmal an die Zusammenarbeit. Das könnte sogar eine gute Gelegenheit für mich sein, den Titel des Dorfvorstehers ein für alle Mal an dich abzutreten. Ja, okay. Soweit war ich beim letzten Mal auch schon, ne? So. Ach so, hier sind wir jetzt. Was war das denn hier? Eine Mission umgeben von alles, als alles, was wir bisher gesehen haben. Ach, das war die tote Onbu-Stelle. Okay. So. Giftigkeit ist immer noch hoch, ne? Wie gut kommen denn unsere Kontaminatoren dagegen an? Da, die brennen gut. Alter. So, hier. Helft doch mal ein bisschen mit hier. So. Ja. Klassiko hier. So, ich glaube, ich brauche auch um die... Ja, schlaf du jetzt mal. Genau. Natürlich, Mittel. Vergiftet sind nur 7 Menschen. Wir haben aber hier einen Arzt, der gut was leistet. Wie viel Arbeitslose haben wir? 0. Ist in Ordnung. Den können wir immer mal auf 3 auf leer stellen. Das ist gut. So, dann haben wir jetzt aber mit dem Heilmittel wieder Punkte gesammelt. Ja, was Onbu hier steht, passt mir irgendwie gar nicht. Aber hier ist doch in naher Zukunft erstmal nichts, ne? So, was haben die denn mitgebracht? Ach so, die wurden doch noch vergiftet. Gut, hierhin. Ach komm. Was soll's, ne? Ja. 4 sind hungrig. Warum? Warum sind die hungrig? Darf ich nicht, ne?
Wenn ich mehr produziere, als ich verbrauche, dann kann keiner hungrig sein. Das hat eine schlechte Verteilung hier, ne? Weil Essen, wir haben jetzt schon 3 Küchen, einen Bäcker. Weizen wird schon, aber schon mehr, als wir verarbeiten können. Wasser haben wir genug. Also, hier, warum haben die eigentlich nichts an Rüben? Temperatur eisig und der braucht 60% Wachstum. Ah, der braucht grün, ne? Ja. Ja, aber so ein Gebiet hast du doch maximal im Dschungel, ne? Ja. Die hier ist super. Aber auch nur 60% Wachstum. Alles nur 60% Wachstum. Ob mit oder ohne Kompost. Ja, das liegt an der Kälte, ne? Dann wahrscheinlich. So. 15 Pilz mitgebracht. Auch nicht schlecht. Tag 100. Sehr vergiftet, schwer vergiftet sind 2. Ja, komm, Doktor, tu mal ein bisschen arbeiten hier. Mehr. Wie viele Kräuter habe ich denn? Hier, 400. Also, bitte. So, haben wir noch irgendwo Giftpflanzen hier am Start? Sieht nicht so aus, ne? Ah, die Kontaminatoren sind gut, ne? Die Dekontaminatoren. Die machen einen guten Job hier, die Jungs. Gut, wenn wir jetzt gleich weiterlaufen, dann gehen die Vergifteten auch wieder zurück. Klar, die werden jetzt mehr, dadurch, dass wir liegen. So, und dann gehen wir hier hinten, müssen wir erstmal gucken, wo wir hingehen. Da haben wir genug von, Steine haben wir, naja, geht so, ne? Dann hol du die beiden Steine hier. Sehr gut. Ja. So, ach da, das hätte ich mir auch noch mal holen können, ne? Ja, mal gucken. Onmu ist ja gleich fertig. Dann brauche ich Entgiftung für Onmu. Ich brauche Hunger für Onmu, also Essen für Onmu. Und dann sind wir doch vertrauenstechnisch wieder quitt, oder? Ja. Aber es dürfte gerne mal einen Wissenspunkt hier kommen, ne? Ja, den könnte ich mal gebrauchen. Tatsächlich. Das wäre was. So, wir sind auf 2. Ach, Vergiftung war gut, ne? Wie viel haben wir hier? Wohnungsqualität. Da, ah. Könnte man auch nochmal 2 wieder wegmachen. 1, 2. Dafür nochmal eine Hütte bauen. Was ist das hier denn? Essenstand. Ja. Schwarzer Pudding. Ja, später mal. Später mal, später mal. So, Onmu, komm. Raus aus der Feder, mein Freund. Ja. Dann geh mal weiter hier. Zack. Zack. Ha, die rennen auch noch rum. Haben die noch was gefunden? Nö. Ach, der hat sich was zu essen geholt. So, Kundschafter. Zurückgekehrt. So. Ja, hier warten wir mal, bis wir hier so sind, ne? So. Jetzt aber. Onmu Futter. Ja, machen wir erst das. Dann das Gift weg. Yep. Dann können wir gleich den Doktor losschicken. Gegengift. Da fliegt das schon. Zack. So, dann haben wir doch schon wieder gewonnen, ne? Anvertrauen. Wir haben ihn entgiftet. Wir haben ihn satt gemacht. Ausgeschlafen ist er. Unsere Vergifteten gehen zurück. Keiner ist gestorben. Perfekt. Keiner ist gestorben, richtig? Ja. So, hier vorne. Guck mal hier, ey. Noch so eine Giftstelle.
Je tiefer wir hier reinkommen, desto schlimmer die Vergiftungsstufe wahrscheinlich, ne? Das ist halt jetzt die Frage, gehen wir nach Süden, gehen wir nach Norden? Süden, Norden. Also bei dem Wasserstand dürfte es auch gerne jetzt in die Wüste wieder gehen. Hier sind alle Läger voll, außer die. Ne, die sind auch voll. Bloß die Dinger sind alle voll. Na, hier geht noch ein bisschen was. Ne, hier aber. Hier gehen noch 15 rein. Hier gehen noch ein paar rein. Hier gehen noch mal rein. Ist doch fein. So, wir können noch nichts Neues gerade bauen, ne? Ach so, hier, das Denkmal sollen wir bauen. Na, wo bauen wir das hin? So, ne, das Platz brauche ich vielleicht noch. Ja, bau das mal hier unten hin, oder? Ja, nützt ja nichts, ne? Zack, dahin. Gutes. Was braucht das denn? Oh, 25 Glas. Ich habe erst 21. Scheiße. Eisen haben wir. Ja, aber der Glasbläser ist ja hier in Arbeit, ne? Der macht ja schon. Also, hier, der hat schon 14 auch eingelagert. Alles ist gut. 22 sind im Lager, 14 sind bei dem noch. Alles gut. So, gibt es noch mal ein bisschen extra Essen. Drei Bärensammler reichen eigentlich auch. Komm, gehen wir weiter in die Wüste. Hier haben wir einen Onbu-Schlafplatz. Ja, ist doch gut. Dann gehen wir weiter nach Süden. Dann können die Jungs hier noch mal hin. Und hier hin. Die holen ja da auch immer mal was raus, ne? Muss ja irgendwie mal jeden Scheiß da mitnehmen, würde ich sagen. Ja. Oh Mann. Also wir sind schnell wieder zum Tag 100 gekommen. Und wesentlich besser. Jetzt kriegen wir keine neuen Siedler im Moment, aber das ist auch nicht so wild. Dann mache ich halt ein paar Arbeiterposten wieder weg oder was. Also da mache ich mir jetzt keinen Kopf, ne? Es wird schon irgendwann mal wieder so ein Dschungelgegend kommen, wo es Siedlungen gibt. Es werden uns Siedler unterwegs begegnen. Also von daher alles cool. Da bin ich überhaupt nicht besorgt. So, Onmu hat auch den Befehl akzeptiert. Das heißt, das Vertrauen kann so schlecht gar nicht sein. Ich brauche jetzt endlich Wissenspunkte, verdammt. Das nützt alle nichts. Ja, guck mal, bis dahin kann Onmu wieder kaputt genug sein. Dann kann er da nochmal richtig schlafen. Jo, ist doch gut. Ist doch mal was schön, ne? Siedler wieder da? Jo. Einer. Geht dahin. Der nächste kann dahin. Okay. Warum auch immer. Ah, hier, das sind jetzt mal Laufen, aber da muss ich da abbiegen, ne? Ist ja auch Quatsch. Mal gucken. So, aber Wasser haben wir, ne? Reichlich. Da. Ist heiß. 60% Wachstum, hat aber genügend Wasser. Kann also noch. Warum eigentlich nur so wenig? Das raff ich noch nicht. Guck mal hier bei den Kräutern. Ne, hier. Hier habe ich ja auch Kompost drauf. Ist trotzdem nur 60% Wachstum. Wie kann ich denn das Wachstum erhöhen? Null verfügbar. Willst du mich verarschen oder was? Ja, kommt wieder rein, ne? Weizen haben wir 116. Das heißt, theoretisch könnten wir noch eine zweite Mühle bauen. Irgendwie scheint die aber auch nicht so zu laufen hier, ne? Aber doch, ja. Die sieht so aus, als wenn die nichts tut, ne? So ein bisschen arbeitslos da, die Leute. So,
Ah, jetzt läuft's wieder. Da hat dein Bäuchle gejuckt. Ah, die arbeitet auch nur, wenn sie Mehl malt, also wenn sie voll ist, ne? Cool. Ja. Ist ja auch schon nicht schlecht, ne? Onmu ist noch relativ satt, aber komm, wir haben noch genug. Und danach wird Onmu auch nochmal gestreichelt. Oh, das könnte ich eigentlich auch direkt im Anschluss machen, ne? Jo. So. Guck mal hier. Nee, das kannst du nicht sehen, ne? Ist schon cool, ne? Guck, der landet da. Das würde ich jetzt gern sehen, was der da macht. Oh. Ach, das freut ihn, ne? Da ist er glücklich, unser Onmu. Also, da hätte ich hingehen müssen. Okay. Onmu hat ein neues Biom betreten. Das ist schon ein bisschen länger her, oder? Ach, jetzt kann Onmu gleich schlafen. Hier ist es heiß. Hier, guck, Siedler. Wo laufen die lang? Aber hier, ja. Neue Siedlung. Sehr schön. Was ist das? Nichts Wildes. Den habe ich zum Wasser. Nee. Hier, schicke Kundschafter zur Oase. Einer ist hier zur Siedlung. Dann können wir hier gleich die beiden Sanddünen machen. Aber Onmu wird sich jetzt wohin legen und pennen. Was ja völlig okay ist. Vollkommen legitim. Wenn er sich hier hinlegt und schläft. Mein Ohr juckt irgendwie gerade, ey. Kommt zu wenig Luft dran vor lauter Kopfhörern. Entschuldigung. Mein Gott. Ja, so nach dem Livestream ist schon spät, ne? Wieder mal. Gefressen wird hier gut, ne? Aber es ist doch Blödsinn. Es wird doch nicht weniger in der Produktion. Das ist Quatsch. Du musst die Lager füllen währenddessen, ne? Das heißt, du musst quasi noch mehr. Du musst 100% Wachstum schaffen. Aber das hat er ja nicht. Er hatte nur 60. Bei 100% wird es gehen. Hm. Auch irgendwie blöd. Aber wie schnell die Zeit hier vergeht, das ist Wahnsinn, ne? Das ist schon wieder ausgeschlafen, der Gute. Die sind schon wieder da, haben Wasser mitgebracht. Die brauchen ein bisschen länger. Glühend heißer Sand. Ach, weil das auf dem Weg liegt. Oh. Das und dann das. Ja, dann lieber hier. Ab hier rennen. Und dann hoffen, dass der hier komplett durchrennt, ne? Ja. Ist auch ein ganz schön langes Stück, ne? Weiß nicht, ob der so weit rennt, ey. Das Problem ist, wenn er so weit rennen muss. Wie weit rennen die Siedler hier, ey? Die haben auch einen ganz schönen Marsch hier. Wahnsinn. Ja, ja. Ja, die kriege ich eh nicht, die Jungs da. Weil ich weiß ja noch gar nicht, ob ich nach Norden gehe. Also von daher keine Ahnung, ne? Schöne Musik, schöne Musik hier. So, und jetzt ja, lauf. Lauf, mein Freund, lauf. Hat. Gut gemacht. Ich hoffe, dass dies unser Volk über Generationen hinweg inspirieren wird, niemals aufzugeben und auch dann durchzuhalten, wenn die Chancen schlecht zu stehen scheinen. Vor allem hoffe ich, dass sie
dass es sie an den Wert der Zusammenarbeit erinnert, ohne die ein Überleben nahezu unmöglich gewesen wäre. Ja. Achso, ich hatte das HUD aus. Deswegen war der Mauszeiger auch nicht zu sehen. Ich denke, damit kann ich mich endlich zur Ruhe setzen. Du hast so viele Hindernisse überwunden und ich bin mir sicher, egal was uns noch begegnet, du wirst uns in eine bessere Zukunft führen. Es war mir eine Freude, mit dir diese Reise anzutreten und ich hoffe, wir können bald wieder die nächste anfangen. Während der die Access-Phase von The Wandering Village und darüber hinaus. Was jetzt? Vielen Dank, dass du diese Early Access Version von The Wandering Village gespielt hast. Schau dir unsere Roadmap an, um zu sehen, was wir für die Zukunft des Spiels geplant haben. Und bitte vergiss nicht, uns auf Discord zu besuchen, damit wir The Wandering Village gemeinsam verbessern können. What? Also jetzt gibt's nichts Neues, aber wir können noch weiterspielen, oder? Ja. Ich hoffe doch. So hier, ne? Dadam. Sieht schön aus. Ja. Ach, da geht noch näher. So ist cool. Jo. So. Okay, ich hoffe ja, es ist nicht wirklich jetzt hier Feierabend, ne? Onwood läuft aber noch, oder? Ja, ja, der ist auch recht schnell, ne? Jetzt schafft er das hoffentlich genauso schnell. Und das geht wahrscheinlich auf seine Gesundheit auch, ne? So, hier. Onmu läuft über brennenden Seil, heißen Sand, erhöht die Temperatur und fügt Onmu Schaden hinzu. Ja, wir haben ja unseren guten Bergdoktor, Onmu-Doktor. Tipp. Was? Eine Düne aus feinem Sand. Achso, da ist schon ein Kundschafter. Ach, fuck. Jetzt geben wir mal endlich einen Wissenspunkt, verdammt. Ja, wir spielen noch ein bisschen weiter, oder? Es macht mir gerade tierisch viel Spaß hier. Und ja. Ich spiele es echt gerne. So, guck mal, bis die mal da sind, ne? Alter Verwalter. Aber da ist ein Wissenspunkt. Und wir gehen nach Norden. Auf jeden Fall. Yep. So. Bring Sand mit. Das ist gut für Glas. Wir haben nämlich schon wieder Glas verbraucht gerade für dieses olle Monument da. Ja, das olle Denkmal. Ja, ist ja wie bei Enzo, ne? Die haben es auch mit ihren Monumenten. Ah, aber wir haben es geschafft. Ja, wir sind da durch. Heißt, ja, du darfst schlafen, mein Freund. Ist alles cool. So, ich meine, jetzt dürfte es echt runter. Nee, trotzdem haben wir besseren Essensstand. Wir haben auch noch viel Wasser. Ja, aber das ist auch ein Grund, warum wir nach Norden gehen. Wer weiß, wie weit sich die Sonne, die Wüste im Süden noch erstreckt. Aber das war gut mit den Kontaminatoren, ey. Die haben echt schnell reagiert, ne? Was hat er denn hier? Nach einer langen Wanderung kommt die Gruppe an einer schlammigen Stelle in der Wüste vorbei. Ein mutiger Kundschafter will sich die Stelle genauer ansehen und inspiziert sie. Sekunden später steht er knietief im Treibsand. Das hatten wir ja schon. Keine Zeit zu verlieren. Wir müssen schnell helfen. Der Rest der Gruppe soll etwas suchen, um ihren Freund herauszuziehen. Ja, ein Arbeiter ist gestorben. Schade. Ja, wir haben ja gerade noch welche neu gekriegt. Klingt hart, aber wir haben noch vier Arbeitslose. Was ist das hier denn? Riesige Giftwolke. Oh, da müssen wir aufpassen, ne? So, schicke Kundschaft da. Direkten Wissenspunkt. Onmu hat hier akzeptiert und wir gehen nach Norden, ne? Gut. Ja, hier wäre wieder Eis für sich. Ich will jetzt mal ins Dschungelbiom, ne? Giftig ist es überall aus seiner Wüste anscheinend, ne? Ja, das ist so. Onmu pennt. Noch, ja. Onmu geht.
Was denn jetzt? Schläft? Nein, er schläft. Wieso wollte ich das sagen? Weil hier steht on Muget. Ach so, muss doch wieder runter scrollen. So, ja, schade, ne? Dass da einer gestorben ist. Also wenn ich nach Norden gehe, kann ich doch da den Kundschafter hinschicken. Wo ist denn das Problem? Guck mal hier, der kennt nämlich der. Und die ist relativ langsam. Wenn die vorbei ist und wir haben einen Schlafbefehl und den Platzbefehl, das heißt, wenn wir hier kurz pennen, wenn die hier ist. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie es läuft, ne? Erstmal müssen wir da ankommen, das schaffen wir heute sowieso nicht mehr. Wir haben 803,41 Kilometer zurückgelegt. Sehr gut. Gute Strecke. Ja, aber da uns hier an Forschung fehlt, weil dieser Wissenspunkt fehlt, konnten wir heute tatsächlich gar nicht so viel machen, ne? Wir haben nochmal hier was abgebaut. Ich wollte nochmal eine neue Hütte bauen. Aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt, ne? Das Nonplusultra hier. Der hat auch nur noch 34, der ist auch bald durch. Ja, das ist irgendwie Blödsinn mit den Steinen, ne? Ja, dann setzen wir den gleich nach da hin. Ja, das müsste ja eigentlich passen hier. So, dann kann ich doch eigentlich schon mal einen aufbauen, ne? Oder? Wie viele Steine habe ich denn noch? 70. Und nur 38 Steinplatten. Wofür hat er die alle gebraucht, ey? Hm. Wie viele hat der Intus hier? Ah, 16 gespeichert. Naja, trotzdem. Ach, hier, ey. Läuft. Hier ist auch ordentlich. 54% noch. Das ist aber schon gestiegen, ne? Hier haben wir 94. Hier hatte ich schon mal 100. Und hier habe ich nur noch 89. So, Onmu ist fertig. Yo, hab ich mir jetzt erschrocken. Auch hier mit dem Schatten ist gut gemacht, ne? So, Onmu könnte mal wieder was zu fräsen vertragen. Ja. Ja, aber auch hier, ne, mit dem Futter läuft. 17 Stück, so viel können wir dem gar nicht geben, ne? Ach, zu spät. Schade. Aber ja, diesmal kommt eh das Monument auf den Screenshot. Ja, wie hieß das noch? Überlebensdenkmal. Ja, das haben wir doch heute aufgebaut, ne? Early Access Content haben wir auch abgeschlossen. Ja. Was will man denn mehr? Was ist denn hier? Ist das Sägewerk schon wieder durch? Jo. Der hat auch schon nichts mehr. Hm. Brauchen wir denn noch so ein Holz? Hier, ne? Ja, komm, dann bauen wir hier. Das da. Nee. Sägewerk. Aber wir könnten eine Baumschule aufbauen. Das wäre doch schon mal was. Sägewerk. So. Bau da trotzdem und bau die Baumschule schon mal irgendwo. Ja, aber wo, ne? Hier so. Hier sind sie doch gut, ne? Ach so, die baut in einem bestimmten Bereich Bäume auf. Ja, aber wo dann, ne? Wo dann? Ist doch schon alles relativ voll hier. Ah. Ja, wenn dann hier irgendwo, ne? Da so, ja. Onmugalle, wofür ist die denn nur verbraucht, ne? Wird die schlecht und vergammelt oder was? Achso, wir haben schon Onmugalle hier. Achso, die wird von den Dekontaminatoren als Brennstoff verwendet. Ah, okay.
Sägewerk wurde errichtet. Dann kannst du das Sägewerk hier oben. Wo ist es denn dann gewesen? Das hier. Kannst du abreißen. Zack. Ja. So, was wollte ich noch? Die Baumschule. Warten wir die noch eben ab? Ja. Ja, die warten wir noch ab, ne? Erst wollte ich die ja dahin machen. So. Wo habe ich die denn nun? Jetzt guck mal hier. Jetzt sind die Kräuterfelder komplett voll. Und trotzdem 60% Wachstum. Also wie kann man das erhöhen? Hier, der hat 100% Wachstum jetzt, weil er in der Wüste ist. Okay, das hat schon was mit den Biomen zu tun. Hier hat zum Beispiel 0% Wachstum wegen der Hitze. Klar. Und der Mais ist das nicht, sondern das ist Weizen. Hat 60% Wachstum. Wo habe ich denn nochmal Mais gepflanzt? Hier, ne? Hat jetzt auch 100% Wachstum. Ja, guck. Sehr gut. So, Baumschule steht. Hat auch Mitarbeiter. 2 Stück. Heißt, ich habe auch noch einen Arbeiter frei. Sieht doch geil aus, ne? Was hat er denn hier noch? Nichts zu sammeln. Sammelt Setzlinge von nahegelegenen Mutterbäumen. Ja, kommt dann also noch, ja? Sag mir nicht, der Radius ist blöd. Na hier. Ach. Ja, leckt's mich doch im Arsch. Ja gut, aber kann ja überall mal Mangelware an Bäumen sein. Die wachsen dann da bestimmt. Hoffe ich doch. Ja gut, aber dann reicht's für heute. Hoffe, die Runde hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Und in der nächsten Folge gibt es richtig Stress. Richtig Stress. Also ich mache mal Pause hier. Oh, hier gibt es richtig Stress. Ja. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.